Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Remastered. Okay, hüpf. Wir gehen gerade aufs Dach des Rathauses. Warum, weiß ich jetzt gerade auch nicht so ganz genau, aber anscheinend ist es der richtige Weg, um Ellie irgendwie zu den Willst du Fireflies irgendwie zu rüber? bringen. Wo? Darüber? Wo dieses Geländer aus irgendeinem Grund so komisch gelb lackiert ist und wo gegenüber dieses gelbe Schild hängt. Meinst du darüber? Da ist es, unser Zielort. Ist das Brett unser Zielort? So, und mit dem Brett, wenn schon so ein kleiner Knüppel so viel Zombies hauen kann, tothauen kann, was meint ihr, was denn erst das Brett für Schaden anrichten kann? Damit werden wir jetzt die Welt in Schutt und Asche legen. Oder wir bauen Brücken. Ist das nicht viel wichtiger? Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Reiß du dich zusammen? Außerdem, was heißt, es ist fast geschafft? Das Spiel hat bestimmt noch 20 Stunden Spielzeit oder so. Was weißt du denn? Vielleicht ist es für sie bald geschafft. Dam, dam, Die dam. Ecke, kommt. Oh, das sind wir aber echt gut vorangekommen. Jetzt ist auf einmal das goldene Haus ganz nah. Das goldene Dach. Die sind jetzt echt gut weitergekommen. Es war auch gerade noch Morgendämmerung und jetzt ist blauer Himmel und hellichter Tag. Cool. Ich schaue mir hier nur ein bisschen um, ihr wisst ja, aber nur hier ist nichts. Aber man kann ja wohl noch ein bisschen schauen. Zum Beispiel hier. Ein Brief. Treffpunktsbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie müssen gut ernährt, was? Und bei bester Gesundheit sein. Ach so, Sie, das Mädchen, nicht der, der den Brief liest. Ich verstehe. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Schade, dass ich keine Munition mehr nehmen kann. Überall tote Fireflies. Die haben echt kein Glück, oder? Die sind irgendwie tot, alle. Ha, interessant. Wenn hier so ein Müllcontainer steht, werden wir den wohl auch brauchen. Das heißt, ich nehme den gleich mal mit. Düt, 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 düt. Rum. Ah, ich sehe schon, da müssen wir parken. So, aber erst schaue ich noch mal kurz zu den Kisten da. Die leuchten komisch, die sind komisch beleuchtet, aber nicht so, dass man mit denen, die glänzen nicht, die sind einfach nur komisch beleuchtet. Na gut. Hüpf, hüpf, hüpf. So, gut. Oh, Farbeimer. Gelbe Eimer? Nimm die gelben Eimer mit. Und dann streichen wir die ganzen Wände gelb. Und dann können wir überall hochklettern. Weil alles, was gelb ist, da können wir hochklettern. Und wir können uns unsere eigenen Kletterdinger, eine unüberwindbare Mauer, einfach einen gelben Eimer dagegen, und man kann klettern. Ah, wenn die nur wüssten, was die für Möglichkeiten hätten mit dem gelben Eimer. Aber die sind sich dessen gar nicht bewusst. Yeah. Nur dass es klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Warum läufst du denn in der Mitte, wenn es auf der rechten? Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will nicht bedanken. Ja, kein Ding.
Oh, ich würde mich hier so gerne noch umschauen. Darf ich mich kurz noch umschauen, Ladies? Ladies, ich bin gleich da. Ich musste gerade an den Wrestler denken. An Well Venus, glaube ich, hieß er. Und seine Anfangsmusik begann mit den Worten Hello, Ladies. Und dann kam er nur mit einem Handtuch bekleidet und hat gestrippt. True Story. So war das damals. Okay, gehen wir rein. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Verstecke. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir müssen weg. Oh Mann. Wir gehen hoch. Da kommt man vermutlich raus. Vermutlich. Oben ist immer ein Ausgang. Lauf einfach weiter. Moment. Ausgänge sind doch immer oben. Sie hat 2 Männer getötet. Verstanden. Oh mein Gott. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Tess. Ja, Sir. Da liegt sie. Und als wir reingekommen sind, dachte ich noch, die haben nur ein Rote-Bete-Wettessen gemacht und liegen in ihrem Rote-Bete-Saft total erschöpft. Aber nö. Scheinbar nicht. Wir müssen weg. Ach was. Machen wir doch. Aber nicht ohne 5 Pillen. 5 Powerpillen. Und ein bisschen was hiervon und davon. Aber jetzt sind wir weg.
Was sehe ich denn da? Wo hat er denn die Kugel her? Wahrscheinlich hat er immer eine Jagdgewehrpatrone dabei. Für den Fall. Man weiß ja nie. Wenn man dann mal ein Jagdgewehr findet, kommt man nicht in die Verlegenheit zu sagen, oh Mist, ich habe ja gar keine Munition dabei. Und dann kann man sagen, haha, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und außerdem habe ich noch 5 andere Kugeln anscheinend, weil wir insgesamt 6 haben. Danke, Guy. Auch ein Firefly. So, Arena-Zeit. Ja. Ich kann dir sagen, was wir machen. Wir fusionieren. Cool bleiben. Cool bleiben, Ellie. Alles wird gut. Ich würde mal da nachschauen. Da vorne, bei dem Gemälde. Nein? Will keiner bei dem Gemälde nachschauen? Doch, doch, hier kommt er. Jackie McCheckington. Checkt mal. Und? Oh, Scheiße! Hat nichts gesehen. Oh oh. Oh yeah. Dass das gerade getroffen hat. Warte mal. Was machst du denn da? Dafür, dass der so einen Helm auf hat, kann man den ziemlich gut verprügeln. Blablabla. Wer ist hier gern Brotarschloch? Ich glaube, das hat er gesagt. Ich bin nochmal dafür, dass wir Ellie eine von unseren 15 Waffen geben, aber okay. So, hattet ihr Munition dabei? Nein, die haben alle zufällig gerade so ihre letzte Kugel noch verschossen, bevor ich sie getötet habe. Natürlich. Ja, so ist es manchmal. Das Militär ist halt auch... Was? Militär ist halt auch nicht mehr in bester Form. Die können halt auch jedem... Die haben zwar noch Personal aber und Waffen, aber keine Munition mehr. Die können halt auch jedem nur noch so 2 Schuss, 2, 3 Patronen mit auf so eine Mission geben. Kann man nichts machen. Hier sind überall die Schubladen offen. Waren wir hier schon? Wer sonst würde hier Schubladen öffnen? Unverschämtheit. Wartet mal, war das gerade eine komische Textur oder... Das ist eine sehr tief angebaute Steckdose, so wie es aussieht. Na los. Schmeißen wir einfach mal alles durch den Raum. Ganz wild. Das ist immer gut. Yay. Sind hier überhaupt noch irgendwo Gegner? Also ich meine irgendwo... Oder haben wir gewonnen? Irgendwie laufe ich die ganze Zeit im Kreis, oder? Vielleicht müssen wir einfach da lang. Oh, schön. Sind wir von da gekommen, oder? Nein. Ich glaube nicht. Oh, ein neues Brett. Sehr schön. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Weiß ich noch nicht. Wir müssen durch den Gang. Wir müssen scheinbar durch irgendwo einen Gang. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Mindestens 3, würde ich sagen. Ups. Ich hab's vermasselt, Ellie. Jetzt werden wir alle sterben. Sorry. Ach, come on. Der Schuss war doch jetzt perfekt, oder? Ich hätte schon gesagt. Der letzte muss jetzt sitzen. Komm. Hat der gesessen? Ich bin mir nicht sicher. Ellie,
Wir sind so gut wie tot. Sorry, dass ich dich damit reingeschleppt habe, mit reingebracht habe. Moment mal, du hast mich damit reingebracht, mit reingezogen, will ich damit sagen. Mensch, blöde Kuh. Wollt ihr nicht ein bisschen vorrücken? Wollen die mich irgendwie flankieren oder so? Oder sind die einfach doof gerade? Ich glaube, die sind einfach doof gerade. Einer weniger. Das ist nicht sehr nett, Joel. Das ist nicht sehr nett. Einfach irgendwelche Leute anzünden. Ja, ja, ich habe dich genau gesehen. Ich habe genau gesehen, was du vorhast. Er ist sich selber nicht mehr sicher, was er vorgehabt hat. Ausschwärmen! Nicht ausschwärmen. Das hat keinen Sinn. Wir sind schon lange über alle Berge. Was habt ihr denn davon? Ich kann dir sagen, wo ich bin. Hinter der Couch. Herrgott, Joel! Dachte wohl, du kannst auf mich schießen. Au. Ist ja schon tot. Schön, mal Pappkameraden. Haben wir es jetzt schon? Oh nein, wir haben es noch nicht. Junge, Junge. Hallo? Kommt der jetzt gleich hier ums Eck? Ich könnte eigentlich meine Superkräfte benutzen, aber ich höre ihn nicht. Ellie höre ich laut und deutlich. Aber sonst höre ich niemanden. Aber irgendwo muss er sein. Wisst ihr, was ich jetzt nicht ganz verstehe? Ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, von wegen Ellie ist das Heilmittel und so weiter und so fort. Und das Militär macht hier einen ziemlich harten Kurs, was halt aufgrund dieser Pilzinfektionsgeschichte, die sehen halt keinen anderen Weg und so, ist alles klar. Aber wenn man jetzt zu denen geht und sagt, hey, ich glaube, die ist immun, da könnte man ein Heilmittel machen. Glaubt ihr nicht, die hätten auch die Ressourcen, die Kontakte, die Möglichkeiten, um das in die Wege zu leiten? Ich weiß es ja nicht. Ich kenne mich nicht aus so in der Welt, in der Lore. Ich meine ja nur. Ich könnte es mir schon vorstellen. Und die sind ja auch keine unvernünftigen Monster. Ich glaube, die hätten auch Bock auf ein Heilmittel. Meint ihr nicht? Komm wieder her. Komm wieder her. Komm her. Komm zu mir. Ja. Ich hätte ihn auch als Geisel nehmen können, glaube ich, aber dafür ist es jetzt zu spät. Da ist der Ausgang. Ach was? Ich sehe ihn. Ich nicht. Meint ihr das? Ist das der Ausgang? Ich weiß, wir verstecken uns in den Kisten und lassen uns abtransportieren. Die werden bestimmt irgendwohin transportiert. Vielleicht nach Las Vegas. Ich habe keine Ahnung, warum Las Vegas. Ich habe den ersten Ort gesagt, der mir durch den Kopf gegangen ist. Warum denke ich beim ersten Ort, der mir durch den Kopf geht, an Las Vegas? Das ist komisch. Da sollte ich mir Gedanken machen. Ellie, warum bist du klatschnass? Da drin war kein Wasser. Da drin war alles trocken. Naja. Ist okay. Weißt du was? Geh dich einfach hier ein bisschen waschen. Das war ein bisschen viel. Ich verstehe schon. Ich mache niemanden Vorwürfe. Da ist eine Treppe. Ach was? Bleib unten. Okay. Guter Tipp. Guter Tipp. So, wenn ich so auf die Uhr schaue, ist es eh schon wieder Schluss für heute. Die Zeit verfliegt am fliegenden Band. Das fliegende Band. Das sprichwörtliche fliegende Band, von dem wir schon so viel gehört haben. Ich verabschiede mich jetzt, denn offensichtlich haben die jetzt... Was? Habe ich da was gehört? Offensichtlich haben die jetzt genug davon, irgendwelche Militärkerle in hellen, schönen Gebäuden zu bekämpfen und wollen jetzt wieder unheimliche Pilzmonster bekämpfen. Naja, wenn Sie meinen, gehen wir wieder in dunkle, unheimliche Pilzabgründe, oder? Aber erst in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Remastered. Ich finde, das Spiel sieht immer noch sehr gut aus, oder? Ich finde schon. Das macht einfach die Mimik, die Gesichtsanimation. Und es passt auch so schön zur Welt. Oft haben wir eine ganz hochauflösende, wundervolle Welt und dann so komische Plastikmännchen, die da drin rumlaufen. Aber hier passt grafisch alles sehr schön zusammen. Das ist sehr schön handgecraftet. Und wenn man bedenkt, dass das ein PS3-Spiel ist, das nur ein bisschen remastered wurde, muss man schon sagen, wow, ich habe auf der PS3 schon ganz andere Spiele gespielt. Oh Gott. Na gut, weiter geht's. Wir wollten runter in dieses Loch da hinten, weil das ist offensichtlich eine gute Idee. Bleib unten. Ich habe ein bisschen Angst, ich gebe es zu, aber ich habe immer Angst. Ich hatte als Kind damals, was heißt als Kind? Ich glaube, da war ich schon über 10 auf jeden Fall. Also da ist immer noch ein Kind, aber trotzdem. Oh. Puh. Ich müsste mal gucken, wann Banjo-Kazooie auf den Markt gekommen ist, aber das war wahrscheinlich so 98, 99. Da war ich dann schon 15 oder 14 oder so. Mann, hatte ich Angst vor dem Spiel teilweise. Das hatte ein paar gruselige Locations. Hat Ellie eine Gasmaske? Ach so, die ist ja immun. Na klar. Da drüben ist ein Soldat. Wer braucht da Gasmasken, wenn man immun ist? Kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Sieh in diesem Bereich nach. Sieh hier drüben nach. Warum sehen wir nicht alle irgendwo anders nach? Ganz woanders. Vielleicht so die Straße runter. Verdammt! 200 Kilometer Richtung Norden. Ich glaube, da sind sie. Die Schurken. Oh oh. So bist du! Verdammt, ich dachte, er bemerkt mich nicht. Ich dachte, er geht vorbei und ich könnte mich dann von hinten anschleichen. Naja, hat wohl nicht ganz funktioniert. Aber wir sind so krass. Schutzhelme bringen dir überhaupt nichts, wenn du dich mit Joel anlegst. Der verprügelt dich einfach durch deine Helme und deine Masken und durch alles durch. Überhaupt keine Chance. Oh yeah. Hey, das wollte ich gerade machen. Alles macht er mir nach. So. Mann. Dass die keine Angst vor Klicker und sowas haben hier unten. Also die Soldaten meine ich. Dass die nur zu zweit hier reinkommen und sagen, ja, jetzt suchen wir die und schreien ganz laut. Idioten. Ich weiß nicht genau, wo ich lang gehen soll, weil ich würde mich natürlich gern noch da umsehen, wo wir eben nicht lang gehen sollen. Ich weiß jetzt nicht, soll ich in das Häuschen da gehen? Oder die Schienen entlang? Wahrscheinlich die Schienen entlang, deswegen gehe ich mal hier lang. Moment, sind wir da reingekommen? Nein, von hier sind wir nicht reingekommen. Aber hier kommen wir auch nicht raus. Na gut. Okay, dann. Ab auf die Schienen. Blum. Seit Tagen. Ich werde wahnsinnig. Seit Wochen, glaube ich, inzwischen. Habe ich dieses Geräusch in den Ohren. Dieses. Aus irgendeinem Videospiel ist das. Irgendwelche kleinen Tierchen oder irgendwas, das man vielleicht auch gar nicht sieht, macht in irgendeinem Spiel die ganze Zeit. Und. Uns fällt schon was ein. Sie kann nicht schwimmen. Ja, macht doch voll Sinn. Wie denn auch? Woher denn auch? Wo soll denn ein Mädchen, das in so einer Militärzone aufgewachsen ist, schwimmen können? Das macht absolut Sinn. Genau, auf jeden Fall fällt mir nicht ein, aus welchem Spiel das ist. Und dieses Geräusch, dieses. Geht mir nicht aus dem Kopf. Es macht mich wahnsinnig. Meine Freundin habe ich auch angesteckt. Bei der ist es schon genauso. Wir kommen nicht drauf, woher das ist. Ich glaube, wenn es mir einfallen würde, dann wäre alles gut. Dann wird das aus dem Organismus geschwemmt werden, dieses Geräusch. Aber so müssen wir jetzt unser restliches Leben mit diesem Geräusch in den Ohren verbringen. Hm.
Und immer wenn wir nicht wissen, also wenn wir überlegen, wenn wir was nicht wissen, machen wir dieses Geräusch schon und sagen so, wo sollen wir denn durch... Ach hier, hier kann man durchtauchen anscheinend. Wow, ich wusste gar nicht mehr, dass das ich wusste nicht mehr, dass das Spiel so eine tiefgehende Tauchmechanik hat. Das ist ja richtig schön gemacht. Ich würde so gerne mal kurz da unten reintauchen, aber ich habe Angst, dass ich dann ersticke. Aber ich hoffe halt, dass da super coole Schätze unten sind. Ich weiß nicht recht. Sind hier super coole Schätze? Nee, hier sind keine super coolen Schätze. Schwimmen hier funktioniert erstaunlich gut, muss man sagen. Sehr gut gemacht. Sehr gut handcrafted. Gut, ich meine, Ellie kann ja theoretisch immer noch von Pilzleuten gegessen werden, oder? Das ist dann auch nicht so cool. Also, immun sein ist schön und gut, aber... Oh, hallo, da ist sie. Warte, ich komme mal zu dir. Und man kann ja immer noch ziemlich böse gebissen oder aufgegessen werden und dann ist man auch tot. Und ob dir dann deine Antikörper noch helfen, ist die Frage. Wahrscheinlich eher nicht so. Hey, was haben wir denn hier? Ein Zettel... Schmugglernotiz. Wisst ihr, was cool wäre, wenn diese Notizen, ja, so wie das da... Was geht noch? Wenn das auch gleichzeitig dann, wenn man es gelesen hat, als Crafting-Material Papier benutzt werden kann. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von außen. Mit dem Hebel geschrieben oder so. Barbecue-Zone in Boston, im Park Street, bla bla bla. Irgendjemand will ein Barbecue machen, ich verstehe... Wo zum Henker ist der Kerl? Ich lese totalen Blödsinn zusammen, es tut mir leid, ihr müsst es selber lesen, wenn es euch wirklich interessiert, wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Also, das ist halt echt blöd, oder? Also, ich meine... Du lässt mich doch nicht hier, oder? Nur ganz kurz, höchstens. Was wollte ich sagen? Das ist halt wirklich blöd, weil ich... Hätte auch Angst, wenn ich im Dunkeln in irgendeiner, ne, auf irgendjemand warten müsste. Aber in unserer Welt gibt es wenigstens keine Pilz-Zombie-Monster. In deren Welt schon. Der hat begründet Angst. Oh mein Gott, würde ich dann nicht alleine auf irgendeinen Schmuggler warten in so einer dunklen Höhle. Wenn dann mit einer ganzen Armee, wenn überhaupt. Habe ich das jetzt aufgehoben? Ich glaube schon. Und da blinkt auch noch was. Duct Tape. DuckTales. Oh, jetzt aber schnell Luft holen. Oh, man muss warten, bis sich das wieder auffüllt. So, und jetzt. Schwimmen wir zurück. Ellie, wir kommen schon wieder, keine Sorge. Hat sie jetzt inzwischen schon eine Waffe? Wenn nicht, finde ich das wirklich unvernünftig. Eine Sackgasse. Wenigstens eine Gasse. Duct Tape. Klebt alles wunderbar. Ja, Duct Tape. Selbst ein Panzer ist wirklich wahr. Wisst ihr, auf was ich voll Bock hätte? Ein Tauchspiel. Ein richtig gutes, cooles Tauchspiel. Ich weiß schon, Abzure, wie es heißt. Aber das war ja so ein bisschen, stilistisch interessant, aber nicht sehr akkurat, würde ich sagen. Ich hätte sowas... Kennt ihr für die Wii, glaube ich, gab es das damals? Endless Ocean hieß das, glaube ich. Sowas hätte ich gern. Und zwar in VR. Nee, von mir aus auch ohne VR. Aber ich hätte gern ein Taucherspiel. Ein richtig cooles, cooles Taucherspiel, wo man dann auch Sachen finden kann, entdecken und so. So, kannst du jetzt die Leiter ins Wasser werfen? Weil ich kann nicht auf die Palette klettern. Ich meine, eigentlich theoretisch könnten wir Ellie wahrscheinlich durchs Wasser tragen, oder? Wir sind ein riesiger, riesiger Mörder-Joel-Kerl und Ellie hat wahrscheinlich irgendwie 20 Kilo oder so. Oder 40 oder 50. Ich kann sowas von überhaupt nicht einschätzen, wie schwer die sein könnte. 50 Kilo? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? 60? 40? Ich habe keine Ahnung. Ich halte alles zwischen, sagen wir, 40 und 150 für realistisch. Zwischen 5 und 150 ist alles drin. Kommt drauf an, jetzt mit den nassen Klamotten wahrscheinlich eher 150. Wer weiß.
Joel hat wahrscheinlich schon so 90, 100 Kilo, oder? Der ist ein Bär, der Kerl. Der ist wahrscheinlich 1,90 oder größer, wie alle männlichen Protagonisten in so Actionspielen. Leider. Ja, es ist, ich sag deswegen leider, weil es halt echt, also es ist schlimm, wenn man sich so Bilder anguckt von männlichen Protagonisten in Action-Videospielen, die sehen halt einfach alle gleich aus. Also so die Jahrzehnte machen da den Unterschied vom Stil her, aber alle sind quasi weiß, 1,90, breit gebaut, muskulös, haben so einen 3-Tage-Bart bis kurzen Bart, kurze Haare, Fransen, vielleicht ein paar Strähnen drin, alle gleich. Das ist langweilig. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist deine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Let's go. Ich hätte manchmal gern total verrückte Crossover, die null passen. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ja, Joel lacht da, aber wenn man, wie gesagt, junges Mädchen in so einer Militärzone, wo soll die einen Wald sehen? Ist doch klar. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Das ist aber nicht sehr nett. Hey, Kleiner. Was, hey, Kleiner? Hey, ein Hase. Also anscheinend sind wirklich nur Menschen von diesen Pilzsporen betroffen, oder? Ich frage mich, wie es Affen geht. Ich frage mich, ob das ein globales Phänomen ist. Ach, dass so Videospiele immer so USA-zentrisch sein müssen, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, für so Amerikaner gibt es irgendwie den amerikanischen Kontinent. Da ist dann irgendwie sowas wie Mexiko Kanada und sowas, das ist schon irgendwie auch noch mit auf der Karte, aber so richtig interessiert es keinen. Und dann gibt es noch andere Landmassen irgendwo zwischen ganz viel Wasser. Keine Ahnung, habe ich mal gehört. Eigentlich egal. Wer weiß es schon so genau. Weil ich meine, wenn die in den USA Pilzsporen Probleme haben, könnte es gut sein, dass wir einfach sagen, hey, dann gehen wir jetzt erstmal 100 Jahre da nicht mehr hin und dann schauen wir mal, wie es denen so geht und machen mal wieder Kontakt. Wer weiß. Aber wir sind ja nicht so, oder? Die Amerikaner würden das wahrscheinlich so machen, aber wir Europäer sind ja nicht so. Wir hätten da sofort irgendwie... Wow! Fireflies! Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Humanitäre Hilfe auf dem Kontinent. Ich musste das einfach tun. Was musst du sie einfach tun? Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Sich über Glühwürmchen freuen, das finde ich ziemlich okay. Hey, guck mal, eine super gute Nahkampfwaffe. Da hat wer eine Schere an ein Eisenrohr gekettet. Gibt's was Besseres? Wahrscheinlich, aber das ist schon ziemlich gut. Ich weiß nicht genau mit den Henkeln und so. Ah, ab jetzt können wir Sachen verbessern. Cool. Ja. Cool.
was geht. Ich finde so ab jetzt im Grunde, also schon die letzte Folge wahrscheinlich, aber so ungefähr ab jetzt ist für mich gefühlt immer dieser Tutorial-Part vorbei. Sobald Tess stirbt, ruhe sie in Frieden und Ellie und Joel allein unterwegs sind, beginnt für mich immer das richtige Spiel. Und ab jetzt hat es eigentlich nur noch Höhepunkte und ein paar Tiefpunkte, aber hauptsächlich Höhepunkte, ein nach den anderen. Es ist einfach super gut erzählt, das Spiel. Und einfach echt, nein, das wollte ich doch gar nicht. Und einfach echt zu, einfach gut. Einfach gut. Ihr wisst ja, ich bin so ein Gameplay-Fanatiker. Ich hätte gern irgendwie noch viel mehr Item-Management, Base-Management und alles Management. Und Management-Management. Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Okay, komm. Ich würde halt am liebsten noch die Flusen in Joels Tasche arrangieren, weil man die später dann vielleicht noch brauchen kann, um ein Kissen damit zu stopfen, damit Ellie besser schlafen kann und dann kriegt sie +1 Gesundheit oder irgendwie sowas. Da kann es nicht genug Micromanagement für mich geben. Da ist das Spiel halt sehr reduziert. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Nur, ich bin wahnsinnig. Wenigstens gibt es dieses Loot- und Crafting-System. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Wehe, du fällst, dann bist du fällig. Ich hab einen gehört. Habt ihr es auch gehört? Ich hab einen gehört. Einen... Was ist das? Ja. Shit. Wirklich shit? Ich dachte, es wäre so ein kreischer Klicker. Aber Joel meint, das ist shit. Kann auch sein. Warum benutze ich eigentlich nie das Supergehör, Mensch? Für was haben wir denn Supergehör, wenn wir es nicht benutzen? Oh, da drin ist er, in der Hütte. Soll ich ihn erschießen? Ich war's nicht. Ich war's gar nicht. Ich war's nicht. Ich kann's gar nicht gewesen sein. Ich war ganz woanders, als dieser Schuss abgefeuert wurde. Außerdem habe ich gar keinen Schuss abgefeuert. Ich weiß nicht mal, wie man Schuss schreibt. S-U-V-W. Guck. Keine Ahnung. Klicker sind so blöd. Zum Glück. Zum Glück sind sie wenigstens blöd, wenn schon super nervig und One-Hit-Kill-Gegner. Ich hasse One-Hit-Kill-Gegner. Sollte man verbieten. Wenn es noch so super Pilz-Zombies sind, One-Hit-Kill ist blöd. In einem Spiel, in dem es Lebensenergie gibt... Okay. Bitte ruhig bleiben. Bitte ruhig bleiben. Ich habe keine Munition mehr. Wir müssen cool bleiben. X halten zum Wechseln. Das mache ich doch, verdammt Spiel. Sagen wir nicht dauernd Lügen, die gar nicht stimmen. Ich halte sowas von. Was soll ich noch halten? Ich kann nicht noch mehr halten. Warum muss denn das so kompliziert sein? Kann man das auch irgendwie in einem Menü machen? Keine Ahnung. Ich craft mal ein Messer. Das ist eine gute Idee. Messer und ein Motlokov-Tortail. Nein, machen wir nicht. Maximale Gesundheit, Lauschdistanz. Das sind die beiden Sachen, die mich interessieren. Schwanken der Waffe. Naja. Machen wir mal maximale Gesundheit. Das kann man immer brauchen. Wir haben zufällig gerade 50 Gummibären in unserer Hosentasche. Upgrade-Gummibären. Habe ich jetzt Klebeband in meiner Hand oder irgendwas? Ach, Medikit. Also. Ich bleibe auf X. Ich bleibe sowas von auf X. Aha. Ich muss auf X bleiben, bevor ich drücke. Bevor ich lenke. Okay. Oh, oh. Hallo? Nein? Hat keiner gehört. Gut, Leute. Wir müssen jetzt eh schon wieder Schluss machen für heute, leider. Beim nächsten Mal machen wir noch viel mehr Lärm und locken alle Zombies in dieser ganzen verdammten Gegend an und werden sie dann in einem infernalen Inferno infernisieren. Warum macht man das nicht wirklich? Oder auf einem Dach verschanzen, wo man weiß, da kommen die Stinker sicher nicht hoch. Ich weiß gar nicht, ob die Pilz-Zombies stinken. Naja, Pilz stinkt schon auch ein bisschen, so modrig, ne? Und dann einfach alle anlocken und mit ein paar Molotow-Cocktails oder vorher festgelegten Fallen oder irgendwas einfach zu Hunderten, zu Tausenden töten. Ich meine, ich weiß schon...
gerade in den USA leben echt viele Menschen. Aber es wurden ja nicht alle Zombies. Erstens, viele sind auch tot. Und zweitens, zumindest in der Gegend könnte man dann mal ganz gut ausdünnen, habe ich das Gefühl. Oder? Ich glaube schon. Naja. Warte eine Sekunde. Genau, eine Sekunde warten wir jetzt und beim nächsten Mal geht's dann schon wieder los. Macht's gut. So, hallo und willkommen zurück. The Last of Us. Sie kann nicht pfeifen. Ich versuche, pfeifen zu lernen. Klingt das wie Pfeifen? Du bist höchstens eine Pfeife. Nein, ist sie gar nicht. Aber es hat so schön gepasst gerade. Das musste sein. Erinnerung, mehr Pillen sammeln. Das ist eine gute Erinnerung. Mehr Pillen sammeln. Denn die kann man zum Hochleveln unter Anführungsstrichen benutzen. Und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Oh, ein Lieferant für Tess. Hey, Ellie, da liegt eine Pistole mit 2-3 Schuss. Willst du die mitnehmen, bitte? Mein Inventar ist voll und du könntest eh eine Waffe brauchen. Ach so, weil ich es zu lange gebraucht habe. Hier in dem Gebiet kriegen wir jetzt schon Hinweise, was wir machen müssen. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Ich will vielleicht noch nicht gehen. Ich will vielleicht rausfinden, wie man nachlädt. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. Weil wenn ich nachlade, können wir vielleicht noch... Ja. Ah, oh, die eine Kugel wieder. Immer diese eine Kugel. Steck sie dir doch in die Nase oder so. Für eine Kugel muss doch immer Platz sein. Ah, oh, Mann. Sowas, ey. Da werde ich wahnsinnig. Da bricht mein Luther-Herz. Ellie. Ellie. Das habe ich ja noch nie erlebt. Blockier mir hier den Weg. Habe ich wirklich, glaube ich, noch nie erlebt, sowas. In dem Spiel, meine ich. In anderen Spielen, oh Gott, habe ich das oft erlebt. Hier durch. Ja, hier durch. Als ob es irgendwie die Entdeckung des Jahrhunderts wäre, dass man hier durch kann. Also, da über den Zaun klettern. Okay, machen wir. Wollen wir da unten noch schnell schauen, ob die Tür... Ja, die öffnen wir mit dem Messer. Das ist bestimmt cooler. Yeah. Aha. Aber echt. Gewehrmunition. Ich finde das immer so schön. So schön. Ich finde die Animationen hier wirklich schön. Das meine ich ganz ernst. Also, wie der Sachen aufhebt, dass er wirklich hingreift, wo die Sachen sind, ist sehr schön gemacht. Aber gerade an solchen Stellen ist es einfach immer echt lustig, weil es so doof aussieht. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil. Ich finde das absolut, absolut charmant und wundervoll. So, Frau L. Eldrich. Oh Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Soll ich dir was sagen? Ich glaube, so jemand wie Joel könnte einfach da hochspringen und sich hochziehen. Gut. Beziehungsweise, das ist ein Maschendrahtzaun, da kann man auch gut klettern. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Und jetzt sagt sie, haha, verarscht und läuft weg. Oh, mal sehen. Okay. Tada. Ciao, Ellie, jetzt könntest du deine eigene Nahkampfwaffe haben. Ich verstehe nicht, warum die nicht besser bewaffnet wird. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meinte, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Was für eine wunderschöne Statue. Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Pack doch den Zwerg ein. In dein Inventar. Verzeihung, die Pilzsporen. Ah. Denn offensichtlich packst du eh nichts Nützliches in deinen Rucksack. Dann pack doch gleich den Zwerg rein, Mensch. Alles muss man selber looten hier.
Ich habe zu viel Dragon's Dogma gespielt. Ich bin verwöhnt von den Dragon's Dogma-Begleitern. Die sagen, hey, schau mal, ich habe eine Schatzkiste gefunden. Was sind da drin? Oh, guck, wir haben jetzt hier eine neue Waffe gefunden. Tada! Das sind NPCs, die mag ich. Die erkunden alleine, die looten alleine. Und man hat dann danach alles in einem gemeinsamen Topf. Schön. Ich und Ellie machen jetzt eine Band. Das, was ihr gerade gehört habt, ist unser einziger und letzter Song. Wir haben uns wieder getrennt. Aber das machen wir jetzt nur zur Show. Oh, sieh mal da. Weil dann kommt eine große Revival-Tour. Ach, wenn The Last of Us ein schlechteres Spiel wäre, könnte ich jetzt einen Witz darüber machen, dass ich das Spiel viel lieber spielen würde. Aber leider ist es gut, aber ich würde das Spiel echt gern spielen. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Nee, Joel macht sowas lieber im echten Leben. Der braucht keine Videospiele für seine weirden Gewaltfantasien. Also, was machen wir? Machen wir noch mehr Molotow-Cocktail? Denn wir brauchen ein bisschen Platz im Inventar. Viel zu viel Flüssigkeit haben wir. Werden wir wenigstens nicht dehydrieren. Dehydrierte. Ich will nochmal ins obere Stockwerk schauen. Da war außen eine Treppe, die uns hochführt. Man kann nie genug plündern, hat schon meine Uroma immer gesagt. Das war noch so die Nachkriegsgeneration. Man kann nie genug plündern. Ach, Quatsch. So, nein, hier ist nix. Oh, hier liegt noch Schrott. So schön, wie er auch die Hand so weit aufmacht und der greift halt einfach wie so ein halbjähriges Kind, so ganz grob motorisch, so, als würde so ein ganz kleines Baby eine Banane greifen. So greift der immer nach dem ganzen Loot, der da überall rumliegt. Das gefällt mir. Sollten wir uns nicht Sorgen machen, dass da hinten Klicker waren? Ich meine, wenn die hier sind, sind die dann überall? Ich habe gerade ganz leichte Controller-Lags. Nicht schlimm, aber alles ist so eine Viertelsekunde oder so verzögert. Es ist gerade... Evakuieren? Wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Was ist Bills Handschrift? Duct Tape. Fireflies waren ja überall. Ja, überall. Sie wollten das Land wieder so hinkriegen, wie es war. Naja, mit einem Impfstoff geht es vielleicht. Vielleicht. Oh oh, Sprengfalle. Hallo. Oh Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Also, die Frage ist, wenn man in so einer Pilz-Zombie-Welt lebt, kann man dann überhaupt noch irgendwie zu übervorsichtig sein? Ist der Paranoid der richtige Ausdruck? Ich meine, irgendwie... der sieht aber nicht infiziert aus. Na, vielleicht ein bisschen. Bill kann Bogen schießen?
Ja, doch. Vermutlich schon. Und jetzt haben wir seine Pfeile. Schön, dass der irgendwie ein Schild aufstellt, einen Wegweiser, auf dem steht, ja, geh mal da lang zu der einen Schule, und dann sind da irgendwelche Sprengfallen. That's not very nice, Bill. Außer das ist sein Plan. Also nett ist es deswegen immer noch nicht, aber was ist denn los? Jetzt komm, hochklettern. Ich drücke immer die falschen Tasten. Wenigstens hat er sich's gemütlich gemacht hier oben. Pfeil und Bogen. Hey, sieh mal an. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Und niemand versteht, warum. Vielleicht traut ihr Joel noch nicht genug. Vielleicht hat er Angst, dass er erschossen wird. Vielleicht denkt er sich, die schießt so schlecht. Die verbraucht nur die ganze Munition. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Okay. Fragen über Fragen. So, wie kommen wir jetzt darüber, Ellie? Hast du einen Plan? Ich noch nicht so richtig. Aber vielleicht könnte man fliegen. Kannst du darüber fliegen, zufällig, Ellie? Kannst du fliegen? Nein, sie mochte immer Zwerge und keine Elfen. Das heißt, sie kann eher graben. Und Gold besitzen. Oder so. Vielleicht müssen wir auch gar nicht drüber, vielleicht muss ich runter. Aber das wird nicht wirklich... Macht das Sinn? Soll ich mal versuchen? Nein. Das Spiel sagt nein. Das Spiel sagt ganz klar nein. Ach! Ach so, nee. Ich dachte gerade, da lehnt ein Brett, aber es ist eher eine Antenne. Spiel, willst du mir vielleicht irgendwie einen Tipp geben oder so? Willst du vielleicht sagen, hey, ich könnte mal nochmal runtergehen und die Leiter holen und dann reiche ich mal Ellie die Leiter hoch. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ellie, bleib oben. Nein, Joel, du gehst runter. Ellie bleibt oben. Genau. So machen wir das. Ach ja, hier ist das Brett. Hier. Das nehmen wir. Das hier können wir nehmen. Ach so, ich verstehe. Wir machen einfach alles selber. Okay. Da denkt wohl eine, weil sie immun gegen Pilze ist, ist sie sich zu gut, irgendwelche Bretter zu tragen. Die denkt wohl, immun zu sein, ist quasi schon ihr Teil des Jobs und der Rest ist jetzt mein Job. Naja. Oh, Scheiße. Was denn? Ach so, weil da ein Zombie ist. Ja, aber wir haben ja jetzt Pfeil und Bogen. Mist. Was denn Mist? Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Ich auch. Ich brauche auch immer super viel Zeit, um mit Leuten warm zu werden. Es gibt so Leute, das bewundere ich. Es gibt so Leute, die sind so offen gegenüber Fremden und man hat sofort das Gefühl von so, wow, ist der offen gegenüber Fremden. Und ich bin immer so, ich schaue mir die Person erstmal ungefähr so 3 bis 4 Jahre genau an und dann fange ich schon langsam an, mit der zu reden. Vielleicht. Ich höre komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob sie das war. Also ich meine nicht das zweite, sondern das erste von diesen beiden Geräuschen. Sprengfalle! Na komm, runter. Hab keine Angst. Keine Angst, Joel. Alles ist gut. Wir dürfen nur nicht in die Sprengfalle laufen. Wenn wir einfach nur geduckt... Den Draht? Berühr nicht, okay? Genau. Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Genau. Joel sagt überraschend oft... Ja. Kopf unten lassen. Weißt du was, bevor wir jetzt da hingehen und die Tür öffnen, schauen wir uns hier noch kurz um, würde ich sagen.
Aha. So ein Scheiß. Na gut. Okay, machen wir die Tür auf. Ich habe keine Angst vor geschlossenen Türen. Ich nehme lieber mal die Pistole. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Hat der gerade... Ich glaube schon, oder? Da hat jemand gegen die Tür geklopft und ist weggelaufen, bevor wir geöffnet haben. Ich weiß nicht, ob das Pilz-Zombie-Verhalten ist. Unsere Schleich-Superkräfte sagen nichts zu dem Thema. Lappen, Lappen. Ach ja, wisst ihr, das ist immer diese Videospiellogik. Da liegen Berge von Klamotten. Die könnte man alle verwerten. Aber wir nehmen uns zwei kleine Stofffetzen und sagen, so, mehr gibt's hier nicht zu holen. Oh Mist! Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Genau, schau, hier sind noch mehr Zwerge, wenn du willst, für deine Zwergesammlung. Rachel, soldiers are going the door. Was? Soldiers gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, die im Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Suche nach mir. Bis bald. Ezra. Ob sie sich hier gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Was findest du schön? Dass die sich aus den Augen verloren haben und getrennt wurden und wahrscheinlich tot sind. Sehr schön ist das. Sehr schön, Ellie. Sehr schön. Ich mach lieber noch ein Messer. So. Nein, nimm doch nicht immer das, was ich als letztes gecraftet habe. Das ist ja gar nicht notwendig und gar nicht Sinn der Sache. Hey, Pillen. Naja, okay. Dann gehen wir. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Aber echt, jetzt nachdem der einzige Pilz-Zombie-Kerl da drin tot ist, sollten wir lieber ganz schnell verschwinden. No Trespasser. Sind wir Trespasser? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind geladene Gäste. Wir stehen auf der Gästeliste, glaube ich. So, es ist auch schon wieder Zeit für heute Schluss zu machen. Beim nächsten Mal sprengen wir hier alles in die Luft. Und dann wird alles gut, hoffentlich. Macht's gut. Bis dann. Hallo und willkommen. The Last of Us beginnt heute mit einem Knall. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. So. Moos Buddy, wie geht's dir so? Achtung, wollen wir da drüber springen? Moment, kann man in dem Spiel springen? Nee, oder? Das ist wie die alten Zelda 3D-Spiele. Der weiß schon, wann er springen muss. Man kann aber nicht gezielt springen. Ich glaube, wir gehen da mal rein. Bleib in meiner Nähe. Bleiben wir mal in Joels Nähe. Denn der weiß, wo sich die beste Pistolenmunition im Land befindet. Sie kommen schon, wir. Ah, die Stelle. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Jo, ich hänge ein bisschen ab währenddessen. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Schlechte Wortwitze sind die besten. Oh oh. Joel! Scheiße, sie kommen! Not good. Oh, oh shit, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Wo kommt denn der her? Vielleicht sollte ich irgendwas gegen den unternehmen.
immer diese, jetzt bin ich stationär und habe auf einmal unendlich Munition-Passagen. Kennt ihr das? Das gibt es irgendwie in fast allen Action-Videospielen. Ob man jetzt an einem Gatling-Geschütz sitzt oder wie hier irgendwie kopfüber irgendwie rumhängt. Vielleicht sollten wir echt mal was machen. Ich glaube, wir sind tot. Hatte der eine kugelsichere Weste oder so? Ich weiß nicht. Ich hasse den. Hey, kann jetzt mal aufhören. So schnell wie ich kann. Dann mach noch ein bisschen schneller. Oh. Ellie! Etwas Zeit! Ja, aber Zeit ist die eine Sache, die wir gerade nicht haben. Wir haben unendlich Munition, wir haben unendlich Pilzzombies, nur Zeit haben wir nicht unendlich. Scheiße! Alles okay? Ja! Na, wenigstens hänge ich jetzt ein bisschen höher. Vielleicht kommen die jetzt nicht mehr an mich ran. Hier, Munition! Pinata Joel! Oh, danke. Danke. Viva Pinata! Beeil dich! Es ist echt schwer, kopfüber zu zielen hier. Es ist so verwirrend. Ellie, Vorsicht! So. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh nein, da kommt ein Pilzi. Da kommt ein Pilzgesicht. Pilzgesicht, stirb doch endlich! Au. Beweg deinen Arsch und steh auf! Beweg du doch deinen Arsch. Und red nicht so mit mir. Ich bewege meinen Arsch, wenn es mir passt. Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Hey, na los! Mist! Was denn Mist? Was ist los? Aber hier ist Loot! Komm durch die Tür! Oh, dammit! Ellie, zurück! Zurück! Oh, dammit! Goddammit! Der verprügelt die unsterblichen One-Hit-Kill-Zombies einfach. Der hat's drauf. Ich habe keine Munition mehr. Oh mein Gott. Hilfe. Okay, ich kann gerade nicht Waffen wechseln. Okay, gut. Gott sei Dank. Okay, na los. Wir sind fast da. Sofort. Ich nehme noch hier die 3 Schuss mit und die 4 Schuss und dann den Baseballschläger brauchen wir nicht. Oh, Scheiße. Gott, verdammt, die kommen her! Los! Die kommen her! Lauf weiter, hier lang, durch den Gang! Los, hoch! Sie ist auf, na los! Ja, ja, wir laufen schon. Knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto.
Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Cool. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht können wir was gebrauchen. Na, klar doch. Das ist aber nett, oder? Ich meine, ich hätte sowieso hier geplündert, wie blöd, aber dass er uns das auch noch anbietet, ist sehr nett. Was haben wir denn da? Trainingshandbuch. Was ist das jetzt? Verbessert Haltbarkeit von Klingen. Cool. Das heißt, wir können jetzt Klingen wahrscheinlich zweimal benutzen? Fragezeichen? Wer weiß. Alle Munition ist voll. Ich sollte mehr schießen, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht sollte ich einfach mal... Oh, oh, nicht den Molotow-Cocktail werfen, sondern nachladen. Tja. Nachgeladen. Was haben wir noch, was nachgeladen werden muss? Der Bogen muss nicht nachgeladen werden, aber das Ding vielleicht. Nein. Ah, doch. Na schau. Und jetzt können wir immerhin einen Schuss davon mitnehmen. Ja, ist nicht viel. Aber ein Schuss ist ein Schuss. Ist potenziell ein Pilzzombie weniger. Eine Map haben wir hier auch noch. Ach, die wird einfach... Ach doch. Eine Karte von Bildstadt. Hat die schon vorher Bildstadt geheißen? Oder ist es jetzt erst Bildstadt? Seitdem Bill hier wohnt. Wäre lustig, wenn die vorher schon Bildstadt geheißen hat. Und er saß irgendwo in seiner Quarantänezone und hat sich gedacht, ha, Bildstadt, klingt verlockend. Da gehe ich hin. Ich muss die Infizierten in den an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat haben sich schon dreimal zu viele am Zaun aufgetürmt. Und, ah, okay. Wenn sich zu viele Tote aufsammeln, dann schmeißen die den Zaun um. Da werde ich so wütend, dass ich gleich mal hier den Tisch kaputt hau. Deswegen haue ich jetzt hier mal den Tisch kaputt. Bam. Und den Fernseher auch. Ne, den Fernseher nicht. Aber Rockstar-mäßig sollten wir den aus dem Fenster schmeißen. Einfach nur so, weil wir es können. Aber wir könnten es nicht. Verdammt, dann ist Joel wohl kein Rockstar. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister! Lass ja die Finger von dem Brett! Groß was? Vergiss es einfach. So, ist hier noch irgendwas? Nein? Ich befürchte, dann gehen wir jetzt. Hast du jetzt alles fertig? Ich befürchte, ja. Okay, Ellie, los, komm! Lass die Tür nicht offen! Ich mach schon! Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung! Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Tja, zu spät. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Steh dich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Ach. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Das trifft dich gut. Danke. Eine Gruppe Hunter ist in der Stadt gefährlich nahe gekommen. Was sind denn Hunter? Zum Glück hat das Rudel Infizierter sie davongejagt. Vielleicht sind Hunter Militärkerle. Erinnerung, mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Vielleicht sind Hunter Raider. Vielleicht sind es Militärleute. Wer weiß.
Hau mir erstmal den Ofen kaputt, weil ich so wütend bin. Ich verdrück mir immer, wenn ich was aufheben will, drücke ich manchmal die Nahkampftaste. Das ist lustig. Ich finde es irgendwie schön, dass die sogar so kleine Dialoge eingebaut haben, die erklären, warum ich jetzt also hier auf einmal alles plündern kann. Und wo ist Chef? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Mehr Waffen klingt gut. Da bin ich dabei. Ich hoffe, ich habe noch Inventarplätze für mehr Waffen. Denn ich will mich von nichts trennen und Ellie darf aus irgendeinem Grund nichts nehmen. Baseballschläger brauchen wir leider nicht und Medizin brauchen wir zum Glück auch nicht. Du, 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 du. Spazieren gehen. Ja. Lame. Warum ist denn hier nix? Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Sie hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Willst du die Falle nicht wieder irgendwie scharf machen? Der Nächste, der kommt, kommt durch. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Ich bin bereit, geboren! Verdammt nochmal! Gehst du weg! Warum kann ich dich nicht hauen? Warum kann ich die Waffen nicht so wechseln, wie ich will? Was ist das? Okay. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager okay. holen und zum Osten. Erfüllchen Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Bill! Joel, hier lang. Vielleicht solltest du nicht in so einem Riesengebiet leben. Und weiter geht's. Mach's dir doch in der kleinen, gesicherten Ecke gemütlich. Naja, aber vielleicht will er allein die Zivilisation wieder aufbauen in gesicherten Superstädten. Darf ich die Treppe hochgehen? Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. So. Mensch, man findet echt ein bisschen unverhältnismäßig viel Flüssigkeit, habe ich das Gefühl, oder? Ich kann gar nichts mehr craften. Und unser Flüssigkeitsanzeigeding ist voll. Aber Klebeband wäre gut. Na gut, Mr. Super Survival Guy. Wir gehen die Treppe hoch, nehme ich an. Treppe, Treppe, Treppe. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Treppe, Treppe. Treppe. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Immer ist alles im Keller. Aber was ist, wenn ein Pilzart-Zombie mal so mutiert, dass auf einmal die Finger zu Schlüssel werden, mit dem sie jedes Schloss öffnen können? Dann haben wir ein Problem. So, Leute.
Für heute ist schon wieder Schluss. Beim nächsten Mal gehen wir hier durch diese Luke und dann wird alles gut. Ganz bestimmt, da ist das Paradies unten. Macht's gut, bis dann.